Warum werden die Politiker der Altparteien so wenig durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert? Wie kann es sein, dass die größte selbstgeschaffene Wirtschaftskrise durch den NDR unhinterfragt hingenommen wird? Warum erfahren wir so wenig über die massiv angestiegene Ausländerkriminalität in unserem Land? Warum führt genau so eine Tat, bei der mehrere Menschen verletzt, einer so schwer, dass er den Verletzungen erlegen ist, dazu, dass eines der Opfer medial eine Mitschuld an den Geschehen in die Schuhe geschoben wird? Warum führen solche Ereignisse nicht endlich dazu, dass die Masseneinwanderung, insbesondere aus islamischen Ländern, die seit 2015 stattfindet, kritisch hinterfragt wird? Warum wird die Innenministerin Faeser nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk belagert und um klare Informationen gebeten über konkrete Schritte, die solche Gewaltexzesse in Zukunft verhindern? Warum ist der nächste Schritt nicht das Thema Rücktritt, wenn ein Innenministerium so wenig imstande oder gewillt ist, die Bevölkerung ausreichend vor solchen Taten zu schützen? Könnte es an der fehlenden Staatsferne oder dem Parteienfilz in der Führungsriege, den Redaktionen und nicht zuletzt in den Rundfunk- und Verwaltungsräten liegen? Wie soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk den Verantwortlichen auf die Füße treten, wenn der Chefredakteur, der Funkhausdirektor oder gar der Intendant zufällig genau Parteimitglied der zu kritisierenden Regierungspartei ist? Wäre die eigene Karriere dann nicht im Eimer? Oder würde man als freier Mitarbeiter zufällig nicht mehr gebraucht? Ich frage Sie, was muss noch alles passieren, bevor der NDR in seinem Elfenbeinturm aufwacht und feststellt, dass es seine Aufgabe ist, die Menschen entsprechend zu informieren? Und dabei stehen wir hier seit 100 Wochen, um den NDR daran zu erinnern, was seine eigentliche Aufgabe wäre. Und was passiert? Nicht viel. Ganz viel Abwiegelung. Der NDR in Kiel wäre ja nur für die regionale Berichterstattung in der Pflicht. Am Arsch. Entschuldigung für die deutlichen Worte. Der NDR besteht nicht nur aus dem Schleswig-Holstein-Magazin. Der NDR beinhaltet auch das Hörfunkprogramm des NDR 1 Welle Nord. Gibt es da nicht im Halbstundentakt Nachrichten? Nachrichten, bei denen ich mich regelmäßig frage, wie? Das soll alles gewesen sein. Und was ist mit den restlichen brisanten Themen? Eigentlich haben wir seit mindestens 4 Jahren genug Themenkomplexe, um stundenlange Sondersendungen mit Debatten zu füllen. Und ja, auch dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk da. Er hat der Gesellschaft die Debattenräume zur Verfügung zu stellen und entsprechend zu moderieren. Moderation sollte aber genau das sein. Moderation. Es ist keine Ermächtigung zur Bevormundung oder Erziehung der Zuschauer oder Zuhörer. Aber genau das tut der öffentlich-rechtliche Rundfunk regelhaft. Deshalb lassen Sie sich gesagt sein, die Fehlberichterstattung ist seit einiger Zeit mehr als offensichtlich durch die alternativen Medien. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Wir Bürger sind erwachsene Menschen, keine Kindergartenkinder. Und wir haben diese Bevormundung und diese Nichterfüllung des Medienstaatsvertrages und des Pressekodex satt. Wann endlich finden die Medienschaffenden in diesem Hause den Mut aufzustehen? Wann endlich sagen sie Nein? Wann endlich finden sie zurück zu aufrichtigem Journalismus, der eine echte vierte Säule der Gewaltenteilung ist? Wir hätten sie als echtes Informationsmedium bitter nötig. Es kann ja nicht unsere Aufgabe sein, selbst in stundenlanger Recherche zu stecken, um einigermaßen informiert zu sein. Sagen Sie uns, wenn nicht für diesen Job, wofür werden Sie eigentlich von uns mit nahezu 9 Milliarden Euro jährlich bezahlt? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.